Guten Tag, Frau Katja Duregger. Ich bin froh, dass Sie heute zu uns gefunden haben, hier zum Zeitgeschichtlichen Forum. Ich werde jetzt gleich mit der ersten Frage anfangen. Also was war denn für Sie der Antrieb, den Film Egonomics zu produzieren? Was hat Sie dazu bewegt? Ist ja immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Also zum einen hat mich es immer schon länger beschäftigt, ist wirklich das so, dass der Wahrheit entspricht, in den Chefetagen heutzutage in den globalen Unternehmen, dass da nur Psychopathen sitzen, die völlig abgehoben sind von unserem Alltag und was man halt liest über die Struktur, die psychische Struktur von diesen Leuten. Und dann habe ich das Glück gehabt, mit der Sabine Rollberg von WDR Arte, der Redakteurin, zusammen das zu besprechen und sie auch sich mit dem Thema schon lange beschäftigt hat und gesagt hat, da müssen wir jetzt einen Themenabend für Arte draus machen, weil das so brennt, das Thema, und so viele Menschen beschäftigt. Und so entstand dann die Idee zu recherchieren und zu gucken, was ist da eigentlich dran an diesem Problem. Wie wäre Ihre Vorstellung von einer Gesellschaft, wo so Menschen mit den Eigenschaften der dunklen Triade gar nicht vorkommen würden? Also jetzt eine ganz utopische Vorstellung. Wie sehe das aus in Ihrem Kopf oder in Ihren Vorstellungen? Ja, sehr, sehr utopisch, weil ich glaube, dass es immer diese Menschen geben wird. Aber die Frage ist, ob wir ihnen so viel Macht überlassen. Und meine Vision wäre, dass wir alle wahrnehmen, dass die gefährlich sind und uns schaden, der Gesellschaft schaden, und wir ihnen gar nicht mehr die Möglichkeit geben, uns so zu bestimmen, wie sie es jetzt tun. Das wäre mein Wunsch. Und dann glaube ich schon, dass wir in einer friedlicheren Gesellschaft leben würden, glücklicher wären am Ende. Ganz kurz, weil für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so viel mit dem Begriff anfangen können, wollen Sie es nochmal kurz erklären? Oder soll ich es nochmal zusammenfassen, wie ich es verstanden habe? Ich finde es spannend zu hören, wie du es verstanden hast. Ja. Also ich habe das so verstanden, dass es eine Verbindung ist aus den Zügen Machiavellismus, also dem unersättlichen Streben nach Macht im politischen Bereich sozusagen, dazu noch narzisstische Züge und halt generell das leichte Fehlen von Empathie. Ja, genau. Und die Verbindung dessen wäre dann die dunkle Triade. Genau, das sind dann die Menschen, von denen es zugegebenermaßen jetzt auch nicht so viele gibt. Mhm. Also eine Kombination aus allen diesen Faktoren ist wirklich selten. Aber genau, das hast du wunderbar beschrieben und verstanden. Ja. Gut, okay. Damit, weil die nächsten Fragen gehen auch mit dem Thema weiter deshalb. Ja. Gut. Haben Sie bei sich selbst schon mal solche Züge entdeckt? Vereinzelt natürlich nicht die Kombination, aber was? Also was ich schon wahrnehme, ist, es gibt auch bei mir natürlich so narzisstische Kränkungsmomente, also wo ich merke, dass ich jetzt verletzt bin, weil ich nicht wahrgenommen wurde. Also das stelle ich schon fest, aber ich hoffe nicht so viel von den anderen Faktoren in mir zu haben. Und ich glaube auch, dass ich sehr empathisch sein kann und wahrnehme, wie es dem anderen geht und mir das auch wichtig ist. Und wie würden Sie insgesamt den Einfluss der dunklen Triade auf die deutschen Medien und generell auf die globalen Medien einschätzen? Zu stark. Zu stark, auf jeden Fall. Und es wird immer stärker, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Menschen, diese Wesen sehr unterstützt werden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und sollte man dezentrale Unternehmen dann mehr fördern, um dann ein Umdenken sozusagen auf staatlicher Ebene dazu beiwirken, oder sollte das der Markt von sich selbst regeln? Also interessanterweise haben die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die eben auch sehr dafür sind, dass diese flachen Hierarchien und anderen dezentralen Unternehmensstrukturen wichtiger werden, die sagen alle, dass sie glauben, die Veränderung geht interessanterweise von der Ökonomie aus, weil dort wird es schon betrieben und auch sehr erfolgreich. Also viele Unternehmen verstehen, oh, wenn ich das so mache, dann funktioniert es ja viel besser. Und dieser Impuls geht also von der Ökonomie und der Wirtschaft aus, und die sind eigentlich schon weiter als die politischen Institutionen oder die staatlichen Institutionen. Von daher hoffe ich sehr, dass das auch sich irgendwann umsetzt in die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge. Wie hoch schätzen Sie denn eigentlich den Einfluss von solchen Menschen? Ich weiß nicht, kann man da sagen, der dunklen Triade an sich oder einfach nur Menschen, die diese drei Eigenschaftszweige vereinen? Also ich glaube, heutzutage in den Strukturen, in denen wir leben, sowohl in öffentlich-rechtlichen Systemen als auch in ökonomischen Zusammenhängen oder eben politischen, sind die schon sehr einflussreich mittlerweile.
Das sehe ich schon leider so. Und aktuell sehen wir es ja in der politischen Entwicklung. So ein Donald Trump ist zum Beispiel ein Paradebeispiel. Aber es gab auch vorher schon, also es sind immer mehr solche Figuren, die wirklich viel Macht von uns bekommen. Okay, und ein höherer Spitzensteuersatz jetzt mal als Beispiel, wäre das irgendwo ein Lösungsansatz, um nur ein bisschen um dem Problem entgegenzuwirken, oder wäre das für Sie ein falscher Weg? Ich bin nicht sicher, ob es über solche Mechanismen funktionieren würde. Also ich glaube schon, dass es ein grundsätzliches Umdenken von uns allen geben muss, damit wir diese Menschen nicht mehr so frei agieren lassen können und dass wir früh genug erkennen, welche Struktur sie haben und welche zerstörerische Kraft, und wir ihnen gar nicht diese Möglichkeit geben. Ich glaube nicht unbedingt, dass es über so Regulationsformen, das wurde ja auch schon versucht, und dann wurden wieder neue Wege gesucht, um das zu umgehen. Also ich glaube nicht, dass man darüber das kontrollieren kann, sondern wirklich, wir müssen denen gar nicht mehr den Raum geben, sollten ihnen nicht mehr den Raum geben. Letzte Frage, wollen Sie noch mal kurz Standpunkt beziehen zu GEZ-Gebühren? Finden Sie das gut oder würden, wie sehen Sie das? Du meinst die Zwangsabgabe wahrscheinlich. Genau, Zwangsabgabe. Ja, ich meine, ich lebe davon. Ich mache überwiegend für öffentlich-rechtliches Fernsehen. Deshalb die Frage an Sie. Und ich finde es grundsätzlich natürlich schon auch wichtig, dass die GEZ existiert und öffentlich-rechtlicher Rundfunk existiert. Aber ich sehe auch und kritisiere auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit dem Geld nicht das machen, was man machen sollte. Also von daher verstehe ich natürlich, dass manche Menschen sagen, ich habe da gar keinen Bezug zu, warum soll ich jetzt bezahlen? Also ich kann die Kritik verstehen. Aber ich denke, wir brauchen auf jeden Fall ein System, um öffentlich-rechtliches Fernsehen weiterleben zu lassen. Aber ob das dann unbedingt mit dieser Zwangsabgabe passiert, bin ich jetzt auch nicht sicher. Ja. Gut, vielen Dank für das Interview. Danke dir.